Wartet mal, da ist der Exit. Der muss uff. Der muss uff. Aber der muss uff. Dafür muss der uff. Und dafür... Ah, okay. Da ist keiner drin. Wie, ich habe nur einen einzigen Ball? Sehe ich das richtig? Durch. Und das brauche ich jetzt, um wo durchzukommen? Kann ich einfach jetzt rot machen und dann kommt der da durch? Ne, wahrscheinlich nicht. Ist doch einfach, oder? Also ich meine, ich mach das rot. Der ist ja aggressiv auf mich. Na toll. Wartet mal. Ach, das ist eine rote Wand. Das ist natürlich blöd jetzt. Sei denn, ich mache da jetzt eine andere Farbe draus. Moment. Oh ja. Ah. Viele Wege führen nach Rom. Ich hatte das Gefühl, man hätte noch einen Zwischenschritt machen sollen. Aber ich war so raffiniert und habe so ohne Zwischenschritt geschafft. Ja. Ich erinnere mich, in der Grundschule, da gab es wohl so einen Rechenweg. Also man musste ja immer damals alles aufschreiben mit Rechenweg und Probe und all sowas in der Grundschule. Und mein Gehirn hat irgendwie ein bisschen anders funktioniert und ich habe nicht auf dem herkömmlichen Weg, wie alle gerechnet haben, gerechnet. Sondern auf meine Weise und habe die Zwischenschritte übersprungen oder so. Bin aber aufs gleiche Ergebnis gekommen. Aber den Rechenweg habe ich halt nicht aufgeschrieben, weil ich anders gerechnet habe als der vorgegebene Weg. Und ich weiß noch, dass es damals echt Ärger gab in der Schule, dass man mir die Punkte nicht angerechnet hat, weil nicht ersichtlich war, wie ich auf die Lösung gekommen bin, weil ich den Rechenweg nicht aufgeschrieben habe. Da ich aber vollkommen anders gerechnet habe und das alles übersprungen habe, konnte ich den Rechenweg nicht aufschreiben. Also jedenfalls nicht so detailliert, wie es hätte sein sollen. Und meine Lehrerin, oder ich weiß nicht, ob es Lehrer oder Lehrerin war in der Grundschule, ist natürlich davon ausgegangen, dass ich wahrscheinlich irgendwo abgeschrieben hätte oder geschummelt hätte. Deswegen habe ich halt nie Punkte darauf bekommen in den Tests, obwohl ich nicht geschummelt habe. Ich habe es wirklich auf meine Weise gerechnet. Und da gab es echt Ärger. Und meine Mutter musste noch zur Schule kommen und diskutieren, dass ich das doch... Wir freuen uns, dir mitteilen zu können, dass da stillstehen. Keine Kernmechanik dieser Übung. Erzähl hier eine Story, Alter. Na, jedenfalls weiß ich nicht, dass es da echt Theater gab, dass meine Mutter da echt zur Schule kommen musste und sagen musste, so geht das nicht, dass ich die Punkte verdient habe, auch wenn ich nicht den Rechenweg aufgeschrieben habe, weil ich ja das richtige Ergebnis hatte. War ziemlich blöd damals. Ich weiß gar nicht mehr, was dabei rausgekommen ist. Ob da die Lehrerin nachgegeben hat oder ob ich dann den Rechenweg lernen musste. Ja, war schon, also mein Brain worked anscheinend ein bisschen anders. Aber wie gesagt, ich habe nicht geschummelt, ich bin bloß irgendwie anders draufgekommen. So. An other way. Und eigentlich ist das ja, kann man mir dann, wenn ich nicht wirklich, also wirklich nicht schummle, kann man mir da keinen Vorwurf machen, wenn einfach ich das auf meine Art löse. Das ist ja auch noch eigentlich kreativer und ein bisschen raffinierter, oder? Ah, keine Ahnung. Starres System da.
Eine Grundschule. Was ist denn hier los? Hallo. Guten Tag. Guten Tag, die Herren. Hallo. Ich will den Rechenweg aber nicht so machen. Was muss ich machen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Nein, ich habe mir eine Falle gestellt. Ich bin doch bescheuert. Oh, nee, habe ich nicht. Kannst du mal lila werden? Dankeschön. Man, ey. Das war jetzt blöd. Können wir es nochmal machen? Denk daran, wenn du hilfreiche Worker-Droids suchst, die dir beim Lösen der Kammern helfen, sind das nicht die Droiden, die du suchst. Voll activated, ey. Problem ist, der kommt ja da auch gar nicht um die Ecke, ne? Oh Mann. Ich kann unter Druck nicht arbeiten. Okay, ich kann schlecht, kann ich das. Oh Mann. Oh Mama, Hilfe. Oh, das ist so ein komplizierter Weg. No! Angesichts deiner jüngsten Patzer, und das sind viele, sind wir verpflichtet, dich darüber in Kenntnis zu setzen, dass sich Kung Fu als äußerst nutzlos im Kampf gegen Worker Droids herausgestellt hat. So. Oh nein! Nein, lass mich los! Denk daran, wenn du hilfreiche Worker-Droids suchst, die dir beim Lösen der Kammern helfen, sind das nicht die Droiden, die du suchst. Angesichts deiner jüngsten Patzer, und das sind viele, sind wir verpflichtet, dich darüber in Kenntnis zu setzen, dass sich Kung Fu als äußerst nutzlos im Kampf gegen Worker Droids herausgestellt hat. Namaste. Das ist jetzt lila. Leb damit. Wieso? Wieso zieht er sich da nicht rein? Kann er mir das nicht sagen? Geht er da nicht rein? Bist du mich verarschen? Wieso denn nicht? Ich krieg mich. Ich bin eingekissen. Wieso geht er da nicht rein, wenn ich der Lila mache? Wenn du hilfreiche Worker Droids suchst, die dir beim Lösen der Kammern helfen, sind das nicht die Droiden, die du suchst. Ich verstehe es nicht. Warum ist er da denn nicht reingeflutscht? Die alte Flutschsau.
Wieso? Wieso? Wieso zieht er sich denn davon nicht an? Geht das nicht durch die Wände? Weiß ich doch nicht. Oh Mann, ey. Lass mich doch alle in Ruhe. Ihr seid scheiße im Kopf, ey. Das wäre jetzt nicht schlimm genug. Lass mich einfach raus. Da muss ich einen hinkriegen, okay. Aber hier ist der Exit. Da muss ich einen raufkriegen und... Keine Ahnung. Und da kommt auch noch einer raus. Hä? Ich bin überfragt, ey. Ach, du bist ja auch noch da. Oh ne, ich kann nicht denken, wenn die ganze Zeit hinter mir herlaufen. Kann ich nicht. Das ist so eine Verarsche, oder? Das krieg ich nie hin. Sag niemals nie. Kann ich ihn hier irgendwie einsperren oder so? Denn die gelbe, ja. Oh, lasst mich in Ruhe. Oh, das ist nicht möglich. Denk daran, wenn du hilfreiche Worker-Droids suchst, die dir beim Lösen der Kammern helfen, sind das nicht die Droiden, die du suchst. Party, ne? Ja, das ist doch gar nicht möglich.
Gelb. Lila komme ich so oder so jetzt noch nicht ran. Blau. Ich kann blau verschieben, aber was hilft mir das? Blau hält gerade offen. Die hier. Hey, wo führt die denn hin? Da ist eine Tür. Okay. Rot und lila, ne? Das müssen wir alles blau machen. Rot und lila. Rot, dann muss ich blau benutzen. Dahin, das ist die Frage. Da kann ja nur gelb drauf. Es kann keine andere Kugel, weil das ein eingezäunter Bereich ist. Gut. Das heißt, ich muss gelb. Gut gemacht, ist er drin. Ich glaube, der wird an der Ecke verrecken, wenn ich den nicht. Da war ja auch noch was in der Platte. Habe ich gar nicht gesehen. Angesichts deiner jüngsten Patzer, und das sind viele, sind wir verpflichtet, dich darüber in Kenntnis zu setzen, dass sich Kung Fu als äußerst nutzlos im Kampf gegen Walker Droids herausgestellt hat. I believe I can fly.
Nein, kommt hier rein. So, wie schaffe ich es, den gelben da rauszuholen? That's the questions of the questions. Kann ich vielleicht einen anderen Weg gehen? Da kann ich nur hier rechts oder links vorbei. Nein, nein, nicht einkissen. Ich habe Movement, wa? Oh, okay. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie das geht. Wie das gehen soll. Für Raudis. Ich hasse Zeitdruck. Oh Mann! It's so annoying. I tell you. Mal. Ah, das habe ich natürlich nicht gewusst. Ich hab's nicht gewusst. Ich hab's nicht gewusst. Dann machen wir das hier aber mal ganz schnell wieder weg. Das hab ich nie gewusst. So juicy right now. Ich weiß ja nicht, was das bedeutet. Aber die haben mich gleich. Stinkt nach Kacke! Lass mich raus. Ach Gott. Ich hab Kopfschmerzen. Ich hab fucking Kopfschmerzen davon. So anstrengend ist das. Ich weiß nicht mal, wie lange die Folge geht. Wir gucken uns aber nochmal an, was uns hier erwartet. Wenn ich nochmal so einen Terrormob hinter mir hab, ne? Dann wandere ich aus. Oh, die Grundfarben. Guten Tag. Was ist jetzt passiert? Ach, dahinter ist der Exit. Mhm. Ihr kommt hier ja nicht raus. Das sehe ich richtig, ne? Das siehst du richtig. Aha. 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 Das sieht wieder sehr kreativ aus. Nö, 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 nö. Wie soll das denn gehen? Ich kann die Wände hier nicht anschießen. Du bist orange. Ich kann dich also nicht mehr umändern. Du bist auch orange. Ich kann dich auch nicht mehr umändern. Mhm. Ich verstehe. Schwer ist gar kein Ausdruck. Ihr seid lila. Aber orange kann ich auch nicht mehr lila machen. Oh
kommt raus. Nimm mich mit. Darf ich nicht an den grünen Wänden vorbeilaufen? Das heißt, wir müssen hier lang. Glaube ich. Hoffe ich zumindest. Kuckuck. Kommt ihr? Ja, kommt. Jetzt darf ich nicht an den orangen Wänden vorbeilaufen. Kommt ihr? Na komm. Alle dabei? Mal dabei sein, nochmal frei sein. Auf geht's, geht's, geht's. Nee, da darf ich nicht lang. Bleiben die hängen. Hier lang. Hallöchen, Bubüchen. I did it. Oh, jetzt ist das Auge schon wieder. I did it myself. Hui. Wait, what? Und demanded attention. Das sind die Errungenschaften, die ich gerade freigeschaltet habe. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier wieder ein Folgenpäuschen. Hoffe ich. Also es sei denn, das Spiel ist bald vorbei, dann werde ich das mit ranschneiden. Dann muss man ja mal gucken, ne? Kann ja nicht nur eine 3-Minuten-Folge raushauen. Deswegen, also ich sage jetzt erstmal Tschüss. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Es sei denn, wie gesagt, ich schneide das hier mit ran. Ich weiß noch nicht. Kann natürlich sein, dass es gleich zu Ende ist. Aber ja, macht's gut. Ciao, ciao. Peace.